Hallöchen, liebe Freunde, da waren wir das letzte Mal ja doch ein bisschen aufstrebend wieder dabei und haben da fast vergessen, dass die Folge schon wieder rum ist. Meine Güte. Inventar ist gut gefüllt jetzt, ja. Muss erstmal wieder irgendeinen Anfang finden, ich weiß noch nicht. Der kann ja jetzt aktuell eh gerade den Sand nicht mitnehmen, weißt du was? Ich fülle das erstmal hier alles aus. Hier unten. Ich meine, das wird ja dann auch wieder mit Sand aufgefüllt, weil hier drüben wollten wir den ja lassen. So. Mehr oder weniger. Also, was heißt, nee, auch nicht. War Blödsinn. Muss hier unten schon Erde machen, damit ich nicht ganz, also ganz so verschwenderisch mit dem Sand wollen wir dann auch nicht sein. Klar, wir haben noch genug, ne? So ist es nicht. Aber man kann ja wenigstens die Basis hier unten erstmal mit Erde füllen, dann wieder ein bisschen Sand. Haben wir jetzt erstmal genug. Das reicht noch für einige Glasscheiben dann. Aber hier, ich wollte das jetzt einfach nur, ich wollte den Kies haben. Ich wollte das ein bisschen symmetrisch haben, dass wir hier ein bisschen Fläche haben wieder für was auch immer noch. Mal gucken. Vielleicht baue ich eine kleine Oase hin oder so. Mal sehen. Hat ja alles Zeit. So, wenn hier jetzt... Jetzt auch nicht alles hier an Sand wieder verarbeiten, was ich hier gerade gescheffelt habe. Aber so würde es halt irgendwie, es würde cooler aussehen zunächst mal. Hier drüben nämlich, da muss ich wegnehmen. Also das wird alles Erde später. Klar, hatten wir ja gerade. Weil ich will auch den Wald vergrößern, weil wir Birkenholz noch und nöcher brauchen für dieses Monstrum da. Und das sage ich jetzt schon. Das wird noch so groß, Alter. Das wird noch so hoch. Gigantisch. Einfach nur gigantisch. Ich muss mir trotzdem mal gedanklich ein bisschen jetzt eine Linie ziehen gleich. Wie sieht denn das aus? Habe ich denn überhaupt... Ja, habe ich Erde. Wenn ich jetzt hier Erde ziehe. Ups. So, so, das hier muss natürlich auch noch weg, wird auch noch Erde. Da muss ich mal gucken. Oh, hier ist Kohle drunter. Ist ja auch ein netter Zufall noch. Die nehmen wir doch. Die snacken wir uns doch mal weg. Jetzt habe ich hier einen blöden Sandstein, ey, ganz ehrlich. Braucht kein Mensch. Prost. Gerade noch entschieden, ein, zwei Stündchen aufzunehmen. Da geht auch noch ein Jackie. So. Gut. Na, wenn wir das einmal hier haben, nehmen wir es doch mit. So, dann können wir das vielleicht sogar gleich wieder mit dem Kobbel, den wir hier gerade zufällig rausgeholt haben, gleich wieder stopfen. Auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. So, das wird eh Erde. Ja, aber diesen einen lästigen Sandstein mitnehmen, ganz ehrlich. Nee. Wo war's denn jetzt? Hör doch mal auf. Ernsthaft. Hier war's. Mensch, weißt du was? So, nämlich. Da ist der weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ich will diesen einen Sandstein nicht haben. Die Kiste ist eh voll und hier brauche ich den auch nicht und ist das. Ich habe hier nochmal 64 Sandstein. Ich weiß es genau, aber komm, können wir auch verfeuern dann später. Nee, ich wollte mir mal gedanklich hier so die Linie ziehen, erstmal, wie das denn überhaupt dann aussieht, wegen, ach ja, wegen hier drüben dann so. Jetzt haben wir gar keine Erde mehr, aber gnädigerweise, na gut, wir haben dafür jetzt aber auch 14 mal Feuerstein wieder mitgenommen und lauter so ein Flachs. Wegen hier drüben so, weißt du, bin ich nämlich noch kein Fan davon geworden gerade. Irgendwie müsste ich das hier ein bisschen abschrägen dann mal. Mal gucken. Wird auch wieder eher... In, oh, jetzt fehlt mir das Wort voll weg. Improvisiert.
Mein Gott. Wäre ein Nachteil heute. Boah. Das wird dann wieder so eine Chaos-Folge wie beim letzten Mal. Bei der letzten Aufnahmesession. Jetzt zum Schluss, wo ich dann einfach nur noch überfordert war, weil der Tag sehr lang war und oh, viele Informationen auf einen eingeprasselt sind. So. Und heute war es einfach, keine Ahnung, Kaffee, Energy, jetzt noch ein bisschen Jackie, eigentlich gute Laune und dann aber auch dieses Wetter dazu. Kann nicht so gut sein. Ich würde mal, bevor die Schaufel hier auseinanderfliegt, noch ein bisschen Erde hier hinten schnell sammeln. Ah, hat ja super geklappt. Jetzt habe ich nämlich nur noch 8 Mal und ich habe aber jetzt auch keine Schaufel mehr. Habe aber 2 Mal Eisen. Könnte mir also 2 neue bauen gehen. Werde ich, glaube ich, auch machen gleich. Scheiß drauf. Wenn ich den Platz dafür habe. Ja, habe ich. Habe ja Kohle zufällig gefunden. Das ist aber auch ein netter Nebeneffekt noch gerade. Ich muss immer hier drum rumlaufen. Das triggert mich ehrlicherweise. Ja, weil hier nämlich ist schon wieder Glas voll. Hier können wir aber gleich neu reinhauen. Aber halt, stopp. Ich wollte erstmal Eisen. So. Jetzt aber. Hör mal. Konzentrier dich, Junge. Für die Eskalation. Ich hatte gerade kurz meine Katze so ein bisschen vertrieben, damit ich mit dem Ellenbogen auf die Heizung lümmeln kann. Die ist dann einfach so 12 Sekunden verschwunden, dann ist sie wieder da. Liegt schon wieder hier und pennt. Tapsi. Warte mal, mach ich das Mikrofon hier ein bisschen. Grüß mal die Zuschauer. Ja. Glaube ich nicht, dass man es gehört hat. Boah, voll das Mikrofon gerade so. Okay. Nächsten 64er Sand da rein. Das wird Glas. Das Glas können wir ja schon mal verarbeiten. Wäre auch wieder Inventarplatz weg. Nice try. Aber das Erste, was ich mache, ist mir jetzt nochmal hier 2 Schaufeln herstellen. Flupp. Wird langsam mit der Organisation. Na, eigentlich eher nicht. Es ist ja ein ständiges Hin und Her, aber irgendwie, Freunde, seid mal ehrlich, langweilig ist es nur auch nicht, oder? Sagst du die Kommentare so, ja, voll langweilig, haben schon Besseres gesehen, gib dir mal Mühe, mach mal was anderes. Kotz, Bröckel, Rotz. Es ist mein Let's Play, es macht mir Spaß. Wenn es euch keinen Spaß macht, wenn euch langweilig ist, dann zappt doch einfach weiter zur nächsten Folge. Ich habe kein Problem damit. Und trotzdem freue ich mich über jeden Zuschauer und jedes Däumchen und jeden Abonnenten. Sind wir doch mal ehrlich, wer nicht? Das ist herrlich. Geil. Ah, manchmal kann man so richtig sich selbst auf die Schippe nehmen, weißt du? Ach, cool. Ein richtiger Selbstdarsteller bin ich geworden, ey. So, das ist doch schön. Da haben wir nämlich wieder eine Etage abgearbeitet. Und weißt du, was wir da machen können? Fackeln. Und dann sind die nämlich auch weg. Oder sind die mehr als weg? Ich habe gar nicht so viele Fackeln. Aber ich habe... Nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe Kohle und ich habe Stickies. Habe ich ja aber nicht mehr. Oh, das sind jetzt genau 2 Fackeln, die können hier hin und dann war es das schon. Ich müsste eigentlich da drüben, weißt du was, ich klaue mir jetzt mal ganz eben schnell. Das nervt mich ja. Ich klaue mir mal ganz eben schnell hier 2 mal Kohle raus. Ach so, das wären ja, ach so. Ja, gut. Dann sind es halt 8. Ich habe gedacht, 1 ist 1, aber nee, das wäre ja auch sinnlos. Da müssten wir ewig immer wieder fackeln. Aber guck mal, hier fehlen ja auch noch 2. Hier ist richtig, das ist völliger Quatsch hier. So nämlich, hier sind 2, da sind 2, das stimmt. Hier oben, achso, hier ist noch gar nichts. Ah ja, genau, ach, das ist ja die Etage. Dann müssen wir erstmal den hier machen. Ach so, da brauche ich ja wieder den Eimer. Und dann geht das los. Zack. 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 In der Zwischenzeit sind aber unten unsere Birken wieder nachgewachsen, weißt du? Alles hat seine Vorteile.
Obwohl wir mit Birken erstmal, scheiße, nicht viel am Hut haben, weil ich wollte jetzt erstmal viel mit Glas jetzt machen. Das war nicht so gut. Ne, das war okay. Ich will ja erstmal viel jetzt verglasen, bevor wir hier die nächste Etage drauf zimmern. Irgendwann muss ja mal gut sein. Ich brauche ja ein bisschen Konzept jetzt in die ganze Thematik. Jetzt, wo ich das mit den Treppenhäusern erstmal so halbwegs hingekriegt habe, glaube ich zumindest, ich hoffe es, dass die dann bündig werden. Aber wie gesagt, spätestens wenn ich oben dann das Gebäude verjünge, dann hat das eh kein Hand und Fuß mehr. Da müssen wir uns eh wieder ein neues Prinzip einfallen lassen, da oben. Oh, der Tandy ist halt so still, das gefällt mir. Obwohl wir eigentlich, ja, ist ja nicht mal Wochenende oder so. Sonntag ist bekanntlich immer ein bisschen ruhiger, aber heute... hier glaube ich seit 4 Stunden keine Nachricht mehr reingekriegt. Das ist schön. Andere Tage eskaliert es dann wieder komplett, weißt du. Na gut, spätestens meine beste Freundin, die schreibt mir eigentlich immer gute Nacht. Das kommt dann bestimmt noch irgendwann, wenn sie nicht mit dem Handy in der Hand weggeratzt ist. Das ist so ein Ritual bei uns, wenigstens einmal am Tag guten Morgen und guten Nacht, wenn wir auch sonst nicht viel schreiben. Obwohl, ja, mindestens einmal am Tag schreibt man trotzdem ein und her, und wenn es mal kurz so alles klar ist und ja bei dir, ja bei mir auch, alles klar, ciao. man weiß wenigstens, ist es beim anderen alles okay, weißt du, es ist schon, ist gar nicht so übel. So, 18 mal Glas habe ich jetzt noch, da könnte ich ja hier vorne wenigstens improvisieren. Ich habe zufällig noch hier 2 Fackeln, 12, das macht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und ich kann hier in die Ecken auch schon mal die Fackeln bauen. Warum nicht? Was wir haben, das haben wir. So. So. Okay. Ach so, hier. Guck mal, das ist ja auch noch nicht gemacht worden. Würde ich mal ganz schnell nachholen. So. Und hier oben ist ja jetzt die Etage mehr oder weniger, die wir jetzt hier noch am Bauen sind. Holz habe ich ja keins mehr, habe ich gesagt. Also brauchen wir jetzt hier erstmal noch nicht weitermachen. Okay. Nietzsche. Dann kurzum nochmal kurz zum Ofen. Jo. Und jo. Na komm. Brauchen wir jetzt aber noch nicht machen. Ich gehe jetzt erstmal wieder hier draußen weiterbauen. Ich würde, ehrlicherweise ist mir dann sogar danach hier die Kaktusplantage noch ein bisschen weiter zu bauen. Andererseits, mal sehen, vielleicht mache ich ja auch noch ein bisschen Vorgarten dran. Mal sehen. Also, wie wollten wir es denn machen? Eigentlich brauche ich Erde, die könnte ich mir hier wegholen, weil das soll ja alles noch weg, habe ich ja gesagt. Soll ja alles Wald. Soll ja alles Wald. Wird Baum, Holz, Birke, wir Boden. So. Und deswegen machen wir das erstmal mal hier weg, ja. Und dann gucken wir mal, wie das ausschaut, wie viele Birken wir hier denn hinbauen können, ne? Rapperbiebsch. Guck mal, die Blume, die habe ich hier vor einiger Zeit hingesteckt. Jetzt habe ich die schon wieder auseinandergerissen. Das heißt, die kommt jetzt eben mal dahin. So, das weg. Das, nee, das nicht so. Das kommt noch alles weg. Und die ganzen Eichenbäume müssen dann auch noch weichen. Eigentlich sogar... ja, eigentlich sogar bis hier rum. Dann könnten wir das nämlich alles schön mit Birke machen. Hier weg, ciao. Fliegender Baum. Kein Problem, kennt man ja. Ist bei mir im Garten auch so. So, weg haben wir als positives Nebenerzeugnis eben noch ein bisschen hier Eichenholz gesponsert gekriegt. Ist überhaupt kein Thema. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Das ist ein Thema. Darüber müssen wir dringend sprechen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ciao mit V, Freunde, und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, ciao. Tschüssi.